Was bleibt bitte? Herzlich willkommen auf 999-SIT. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da und viel Spaß mit dem Video. Digga. Alter, das sind deine Haare. Anna. Juni, er hat mich abgeholt. Juni. Junchen. Mein Bruder, Juni. Trainee, nee, Oa. Juni. Gabis. Der sagt immer, der kann was sagen. Juni. Ich kann auf jeden Fall was sagen. So Leute, wir sind wieder weg wie Rücken. Digga. Schleiftest. Das Teil. Das gehört alles zur Innenstadt zu Gent. Ich muss sagen, es ist klein, aber fein, aber irgendwie sehr schön. Idyllisch. Historisch. Wie es wieder aussieht? Wie Rudy. Hä? Er sieht aus wie Julius Randle. Die ganze Zeit geschlafen. Das ist widerlich. Shalom! Nero! Er hat meine Jacke! Digga, ist das verrückt. Eine Kati dank für 8. Aber die hängt wieder im Wohnzimmer. Junge, deswegen hab ich gerade nachgeguckt. Alter. Na Jordan die auch? Nein, oder? Ich glaube, er hat die mitgenommen. Die Schuhe sind super. Top Ace. Cool. Überragend. Ich gehe für 2K hier rein. Okay, ich mach sogar für 1K. Überleg's dir, bis nachher Zeit. John schläft so viel. So Leute, guten Morgen aus Gent. Ich glaube, der dritte oder vierte Tag. Juni und ich machen morgendlich einen kleinen Run. Ich zeig euch mal gleich hier die View. Einfach wenig geblockt. Running with the View, würde ich mal sagen. Ja klar. Einfach, es ist schon ein Tag vorbei nach einer Minute 28. Wie sieht's hier aus, wo ich lang dackeln? Die Stadt ist leer. Samstag, 21.30 Uhr. Was ist hier los? Okay, ich hab nichts gesagt. Das ist die aktivste Stadt der Welt hier. Das ist auch gut. Zwei Straßen weiter sieht so aus. 5 oder so. So wach ich auf und so ist es denn hier. Deswegen hab ich diese Scheiße. Wieder mehr. Heute Matchday von Jordani. Nanny. Also warte mal kurz. Ich hab mich ja selber nicht erzählt mit dem Ding. Also ich geh jetzt laufen und Gini, der peinliche Typ. Hat Ausreden und hat keinen Bock und kommt nicht mit, lässt uns alleine gehen. Real hot girl shit. Vor 20 Minuten in, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Jetzt muss ich Google Maps, Map die Karte brauche ich. Tag 5, nach 2 Minuten 5. Mitten in der Stadt, check, hier ist der Rand, hier kommt der Gefahr, ich bin immer noch satt. Hongi! Dori hat's gekattet. Danny, zeig mal. Nix. Jörn. Was, Mann? Jörn, das Ja. Wow. Spargel, Nudeln, Carpaccio und Garnelis. Schmeckt so gut. Und so viele geile Sachen. Nächster Tag, wir sind wieder on the road. Jetzt geht's nach Brüssel. Juni wieder am Steuer. Damals 50 Cent heißt die von Penny Mark. Warte, beschreiben wir, wie viel Linda. Abgelenkt, icy wie Hagen, das sein und in guten Farben wie ein Bissemark. Das sieht schon Maschallah aus, Digga. Oh, Maschallah. Rudy. Wie schmeckt, Juni? Ja, Digga. Sehr gut. Ja, Baby, zeig ihm mal ein bisschen Spaß. Nimm. Ein Trinken. Super. Homemade Lemonade. Habe ich schon geköpft. Super. Juni sieht auch stark aus. Oh. Vorsoße. Kommt nicht. Suppe. Party. Werter kommt danach. Ja, Rot. Dr. Kösch, legal Weed. Hä? Ist das in Belgien legal? Ich dachte nur in Holland. Hier ist was für dich. Baby, was mitbringen für dich. CBD. Achso. Es geht nochmal ins Kino. Outfit-Check, zeig, ja, sorry. Und Black, die Kaminfinger, Krokodile, die da hochstehen, öfter vor der Tür. So, wir sind jetzt hier beim Kino, guckt euch das Ding mal an. Tschüss. In Las Vegas irgendwas, keine Ahnung, was es ist, aber es sieht
crazy aus. Das ist, glaube ich, ein Quitty nach 20 Minuten. Also so. Oh, Rage Quit nach 20 Minuten. Die View vom und auf einmal ist der Film vorbei. Kein Feedback, was habt ihr geguckt? Nichts? Wenn man aufmacht und so. Ah, ist starch wiederum. 6er Pack Wasser, 6 Euro. Oh mein Gott. Dreimal Eis geholt, 9 Euro. Was mit dir? Sehr scheiße. Das ist viel? Eine Sündige. Warte mal, wofür kaufen die wofür kaufen die gerade Eis? 9 Euro. Was mit dir? Sehr scheiße. Eine Sündige. Barbershop? Afro-Shop? Relaxer? Die Haare relaxed. Oh mein Gott. Und ich Marie-Marie, weil der Junior will seine Finger nicht dreckig machen. Kurzer Zwischenstand. Ja. Wie geht's? Sexy. Außerdem haben wir unser Setup aufgebaut und ich werde die Parks und. Der Relaxen hat früher jeden Tag gemacht, ne? Schwitzer übrigens. Oder alle zwei Wochen. Zeig mal. Ah, sorry, na, kurz habe ich. Pssst, das macht ich grad, das ist noch orange. Apfel, Bro. Genie. Zeig, Tanzmoves. Rangayo, ein Tipo, ein Chayo. Ein Tipo, ein Chayo. Man nennt mich auch in Fachkreisen Marlon Oliver. Niemand nennt ihn so, niemand. Ja, 50 Euro, wenn du seine Nummer kriegst. So, 5 Grad, fängt das an zu. Digga, wie Junior immer einfach nach vorne guckt, ne? Schwitzen so draußen so, ja, die ganze Nase. Die Kamera kommt so in seine Fresse. Er guckt einfach weiter nach vorne. 5 Grad voll warm aber. Wir haben hier gerade ein kleines Gespräch, ob Juni für mich kämpfen würde, wenn einer mich jetzt hier dumm anmacht auf der Straße. Wenn ich irgendwie verarsche wegen Block oder so. Juni meinte, er steht hinter mir. Juni 1. Ah. Ich kämpfe auch für dich, Juni. Ich will auch, dass Juni hinter mir steht. Wenn du Hilfe brauchst. Ah, magst du mich. Wenn du bist, weiß ich meine. Aber okay. Ich kämpfe auch für dich. Ich werde zwar direkt ausgenockt, aber ich habe wenigstens versucht. Okay. Ja, okay. Also ein Shotgun, wa? Dudelsack werde ich niemals verstehen. Es ist nicht schön in den Augen. Schmeckt stabil, aber. Aber war jetzt auch nichts Besonderes, aber dafür, dass es nichts Besonderes war, war es sehr lecker. Boah. So, das ist das Ding. Gibt's noch? Oh, belgische Waffel. Sahne oder hat sie alles drauf gemacht hier? Oreo, Erdbeer. Cool. Juni hat klassisches Ding. Jordan natürlich nichts, weil er ist Sportler. Wie Öl, Kapach. Was? Kapach. Hat er recht. Mit? Mit den Waffeln. Yes. Aber einfach mal dem Juni vertrauen. Ja, maybe muss ich mal machen. Die Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Danke. So, Freunde, es geht zum Friseur. Jordani nimmt mich zu seinem Friseur mit, weil das kann man hier ja keinem mehr anbieten. Sieht aus wie Blauauge. Ja, Digga, warum kennt jeder Blauauge? Mich wundert sogar, dass Marlon Blauauge kennt. Ich muss mal googeln, ob Blau. Kennt jeder Berliner Blauauge oder was? Blauauge, Spandau. Nee. Hermann Blauauge wird da sein. Digga, Blauauge ist so fame. Eine Welt, in der nicht so später, das kann man sich jetzt schon ausrechnen, wird wieder gesungen, gelacht, geweint und geschrien bei der Bundesmission am Zoo. Hermann Blauge wird da sein. Mal hat er ein Pfeilchen, mal zwei. Er kann durch den Schlager also nicht singen. Das kann er gut, anders weniger. Der Blauauge, also, ihr wisst ja nicht, was das ist. Das ist so ein. Hier. Nee. Das ist Blauauge. Das ist so ein Berliner Obdachloser. Und vor dem hatte ich als Kind immer richtig Angst gehabt. Also wir haben, unsere Kita war einfach neben so einem Nervenklinikzentrum oder sowas. Das ist der Berliner Junkie, ja. Und der ist immer bei uns vorbeigelaufen an der Kita. Also wo ich sechs, sieben Jahre alt war. Und so, und die meinten immer so zu mir uns, passt auf Blauauge auf und so, dass er nicht euch anspricht und so, bla bla. Wir sind mal vorbeigelaufen, hat gesungen, fertig. Ja, also Blauauge kennt irgendwie jeder bei uns. Ich kenn Blauauge, komm auch aus Spandau, hab sogar Videos von denen. Digga, man kennt Blauauge. Mich wundert sogar, dass Marlon ihn kennt. Ich dachte, den kennen nur meine Kita. Blauauge. Stabiler Mann. Hoffnung verloren, doch die Hoffnung verloren. Keine Ahnung, ob man das sieht. Hat er stabil gemacht. Der Autoschlüssel wird gesucht. Coole Collegejacke. Coole Jacke, cool ist der. Ihre Tasche schon angeguckt? Aber ey, das ist witzig, ich habe schon keine Taschen mehr, Dicker. Junge! Ah, hier ist er doch. Wow, wir machen ihn versteckt, Dicker, du kleiner Lump. Junge! Ah, hier ist er doch. Wow, wir machen ihn versteckt, Dicker, du kleiner Lump. Was ist ein Lump? Ein Lump?
Überragend drauf, muss ich sagen. Nur rein geschmacklich für mich. Boah, warte mal. Das ist gerade Lachs. Überragend. Nee. Dick. Da ist Marlon auch schon mit Jessic. Digga, was ist das? Ich erkenne hier nicht. Das ist kein Schrimp. Das ist Lachs, oder? Thunfisch? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Muss ich sagen. Nur rein geschmacklich, für mich unglaublich. Also Lump ist bayerisch und ist sowas wie Frechdachs. Digga, wie kommt der darauf? Überrang geschmeckt. Meinung Salat, Vorspeise. So, Freunde, nächster Tag. Juni hat Frühstück gemacht. Stark heute. Was haben die denn für eine crazy neue Mannschaft? Merkt euch meine Worte, die werden noch rasieren. Und eine Minute später, oder? Oh. Chelsea rasiert noch heute. Zwei direkt auf mein Auge einsehen, das ist immer so. Sperrt ja Jordan nach der Weiße des Tages dran. Guck mal, das ist eine Scheiße. Was geht ab? Chelsea, Mann. Ja, Leute, Chelsea ist gut. So, Freunde, nächster Tag. Juni hat Frühstück gemacht. Stark heute. Was haben die denn für eine crazy neue Mannschaft? Wird mal, komm, da jetzt mit dem Nagelsmann. Ich finde auch Chelsea super. Ist jetzt Nagelsmann da? Ich habe gehört, es gibt jetzt so Gespräche und so, aber man ist safe. Nein. Tag 147. Nach 6 Minuten. Die werden noch rasieren. Ey! Hallo! Was? Was ist mir aufgefallen? Jacke? Ja? Das ist von Jordan, oder? Ach so! Junge, ich guck so, hä? Meine Jacke! Ich guck so, Jordan hat die auch? Ja, keine Ahnung, so auf jeden Fall bei ihm. So. Aber allein, guck mal, was mir auch aufgefallen ist. Wenn man Genie filmt, er guckt einfach weiter geradeaus. Wie ein Fisch. So, mal gucken. 5 Grad? Fängt das an zu schwitzen so draußen auf die Nase. Er ist noch gar nicht so, du weißt doch, er weiß nicht, was er machen will, wenn man ihn filmt. Das ist aber das Lustige. Nein, meine ist ja da. Oder ist wieder da, keine Ahnung. Guck, was da für eine Scheiße aus deinem Mund kommen wird. Oh, was hat der gegradet mit Jordani? Sag ein Weisheit des Tages. Aus Differenzen und Summen kürzen wir die Dumme. Schnell auch. Komm. Wo ist der Mädel? Der Mädel hat nichts gepennt gestern. Ich sag, du hast nicht gehört, wie ich dich angeschrien hab. Er sagt so, nee. Vom Jordan-Trikot zu. Eigentlich da oben, glaube ich. Er hat mir gerade geschrieben, er spielt heute gegen Landbach. Sei, du musst nochmal supporten. Ding, danke! Der hat da auch getroffen. Ja, das war das erste. Dann Elfmeter und jetzt wieder, ne? Geht nicht mehr? Doch, da. Ja, Elfmeter und jetzt nochmal. Jetzt 3 Stück. Oh mein Gott. Jessic ist gerade im Links Wohnzimmer. Und U21 auch. Hä? U21 auch. Top noch? Nee, war zu Hause. Schnapp dich so die Augen. Ah! Hey, voilà! Danke. Ich schwör's dir! Woo! Hey, los! Danke. Jessics Name. Sag mal seinen Namen. Gangkam, Jesse Gaitan, Tukam, Gangkam. Einfach zweimal Gangkam. Cool, yes baby! Manchmal stand dann bei Anmeldung oder so, da steht dann Gangkam. Ja. Vorname und Nachname. Digga, bei Turnieren. Das war ein Turnier, du weißt doch, diese Ansagen. Tor von der Nummer 9. Gangkam. Da kommen mal die wildesten Sachen. Chiller da geschippt für 14. Sie weiß auch gar nicht, wohin denn überhaupt da ist. Das ist der nervigste Typ der Welt, wenn es um Fertigmachen geht. Er braucht jedes Mal eine Stunde, wir gehen Bowling spielen. Er cremt sich einfach ein. Nein. Ich hab auch ein Kinder gecallt. Das fängt so an. Er geht erstmal kacken. Halbe Stunde mindestens. Nackt. Ja, nackt kacken. Danach duschen, auch nochmal halbe Stunde. Also nur reine Duschzeit. Er steht einfach so und lässt sich einfach mal rieseln. Ja, manchmal guckst du rein. So eine halbe Stunde so. Und dann fertig machen und so dauert nochmal, weil er cremt sich glaube ich 2-3 Mal ein hintereinander. Nochmal mindestens eine halbe Stunde. Also der ist nicht von anderthalb Stunden. Der ist nicht von anderthalb Stunden fertig. Du meinst auch einmal, dass Juni hinter dir steht. Bei Kämpfen. Ja. Ich will auch, dass er hinter mir steht. Ja, aber nicht bei Kämpfen. Bibi, ja, so. Der Kolossal. Der Kolossal ist gefallen. Nun like. Lukas, Dankeschön für 2. Danke für die Unterhaltung. Kein Ding, danke für 2. Was ist die Weisheit des Tages? Mann. Egal wie hart es ist. Jumbo Schreine. Ich hab irgendwie das falsche Outfit an. Ich dachte, hier ist nichts los und so, weil wir in Genf sind, aber hier ist irgendwie cool. Guck, wie er will. Digga, ich check immer noch nicht, dass Jordan Rechtshänder ist. Ich weiß nicht mal, ob er sicher ist, dass er Rechtshänder ist, ne? Mann, wenn es geht, aber ich möchte, dass ich da. Sprechen!
Zwinker, zwinker, zwinker. Guck dir meinen Score nach der Runde an. Was? Guck dir meinen Score nach der Runde an. Das kann doch nicht. Alter. Wie viel hatte ich nochmal? Scheiße, ich hab das war das Höchste, was ich je gesehen habe. Ich hatte, glaube ich, die ersten 6 oder 7 Durchgänge mindestens immer Strike und Spare. Wie viel hatte ich denn da? Dieser eine Tag, der magische Tag, wo ich auch so werfen konnte auf einmal. Heute des Tages, heute? Ich kann 11 sagen, kann auch 12 sagen. Digga, sag, immer früher bei Edis Videos, wenn er am Ende noch Schlusswort gesagt hat. So ein Kacke getreten. Heute ist übrigens Valentinstag. Hast du mir irgendwas zu sagen, Ginny? Ja, ich hab jeden Tag denselben Pullover an. Happy Valentine's Day, Marlon. Okay. Wie oft schläft er? Seine Lippen. Digga, so. Ich würde so gerne ab. Neue Weisheit. Neue Weisheit des Tages. Egal, wie hart ihr das Leben trifft. Nee. Paul Breitner. Dann komm doch mal. Jetzt ist schon mal Paul Breitner. Jetzt. Aus Aserbaidschan, wir gucken Fußball. Es wird Zeit für die Weisheit des Tages. Was ist das Gegenteil von Leergut? Schwergut. Voll schlicht. Ich wollte wieder Bock gehen, aber wurde aber nicht schwer gut. Ich war sogar gut. Mega schön. Wir haben Jogginghose an. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Komm ich aus. Was ist das? Wollten wieder Bowling spielen gehen und wir wurden einfach nicht reingelassen. Was? Wegen unserem Outfit. Wir haben Jogginghose an. Also sowas habe ich noch nie. Weil danach. Da war die mit Theatertrikot. Ja, ich weiß, das war woanders. Das war ein Dings, Brüssel. Da war so Disco-Bowling. Ja, da ist so, das wird danach irgendwie zu Club Freitag und Samstag oder Samstag. Ah, da wart ihr da auch noch. Ja, wir wussten es nicht, ich schwöre. Nee, wir wussten es nicht und dann sind wir einfach nicht reingekommen. Leute. Gesehen. Oh mein und Gott. Da waren welche. Digga, da waren welche, der hatte die, Digga, die sahen aus, schon schlimmster Style, so. Guck, was er sagt. Oh, sehr wunderbar, übertrieben krasser Style, Digga. Er sagt mir, ich komm nicht rein, Digga. Guck mal, einfach bei Bowling nicht reingekommen, so. Ich glaube, hübscher kann man sich machen für Bowling. Sag mir nicht, komm nicht rein! Was soll ich wählen? Hat der Jordan Son auf Mars an, Digga? Boah, ich schwöre, einer. Ich schwöre. Wir sind beim Bowling. Wir haben mal Leute ausgelacht in der Schule mit Son auf Mars. Oder ich schwöre, einer hatte die an. Ich schwöre und er ist reingekommen. Richtig schlechter Digga, Tag. Guck dir das an. Guck dir das an. Oh mein Gott! Das haben die so, ich schwöre, das haben die uns so angeboten. Cool. Also, ich hab's bestellt und das ist so gekommen. Ohne Soße, also. Oh mein Gott! Eine Weisheit des Tages, Spieltagsedition. Wer Valla sagen kann, auch Valbe sagen. Denke ich, für die Karte. Valbe. Die geslappte Karte. Valbe. So Leute, nächster Matchday. Europa Conference League gegen die Karabach. Wer Valla sagen kann, auch Valbe sagen. Hat er eigentlich. Dings, Dori hat hier eigentlich beste Szene rausgeschnitten. Bruder, die haben 3-2 oder so geführt und der eine von denen hat gerade verkackt. Und dieser Spieler, du weißt ja, dieser Orban, dieser neue, der alles kaputt schießt. Bruder, er dachte, die haben gewonnen und er rennt alleine, los, Bruder, bis ganz nach vorne. Hast du gefilmt? Ja, ja. Er macht einfach, also ist nicht drin so. Bruder, ich bin da gestorben. Er hat es erst gemerkt, als er schon hier am Fünfer war, sodass keiner hinterher rennt. Wir sind hier noch essen in diesem VIP-Ding. Ich gucke auf die Uhr, es ist 0:01. Hä? Ich dachte gerade, mein scheiß Handy-Uhr geht falsch. 0 Uhr? War so. Ich bin rüber, kann auch nicht hin. Du sitzt jetzt hier direkt neben der Brügge-Kurve und an dem Brügge-Fans drin. Wenn die Trauma, ich bin so leise. Du fandest Brügge-Fans krass, oder? Digga, das war wie Enfield, Alter. Ich schwöre, hör mal, wie laut. Ready? Ready? Schieß mal! Nee! Jordan! Hans von Haken! Digga, hör mal, wie es da war mein Gegenspieler, der Victor. Hör mal, wie laut. Voll! Alter. Das war ein Schwert, das war, glaube ich, das beste Stadion, wo ich hier war. Hör mal, wenn der Regen geht. Das war unglaublich.
das war freundlich, das Spiel war jetzt vorbei. 2-0, ja. Neue Challenge? Einfach so irgendwas machen, falls er da ist, hat man Pech gehabt. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Das ist ein Glück, ja. Das war's. Dori hat immer super Musikauswahl. Jetzt wieder Flughafen-Crush von jedem sein Gag. Oh mein Gott. Erstens das, zweitens trägt er so das Nackenkissen falsch. Denkst der so, ich sag das nicht. Aus einem ganz bestimmten Grund, sonst peinlich, peinlich. Mit Banane drauf und... So, wir haben unsere Koffer wieder. Sind wir wieder in Berlin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gibt's dir die Banane. Sehr geil. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Es ist wie Spiegel, man sieht sich. Geil, ich bin da so getraut. Mann. Ja, ihr habt bestimmt mitbekommen. Like, like und auf YouTube. Habe ich schon geliked. Und Kommentare auch schon da lassen. Also, egal, das wurde mir nicht mal angezeigt, weißt du was? Ich schwöre, das ist, glaube ich, nicht durchgekommen oder so. 15 Tage. Aber dafür kurz und knackig so. Zusammengefasst. What's your name, girl? What's your song?